Also ich finde das total klasse, dass mal Schule da ganz anders dargestellt wird. Die Kinder müssen hier ganz viel Selbstständigkeit lernen. Und sonst gibt man ja in Schule immer sehr viel vor. Und hier ist es ja genau umgekehrt. Sie müssen aktiv werden, die Kinder, und müssen etwas leisten. Ganz interessant finde ich zum Beispiel, dass sie die Sponsoren auch selber suchen müssen. Sie müssen selbst sich trauen, bei Firmen anzurufen. Und das bringt bei den Kindern, macht das einen ganz großen Schritt nach vorne zur Selbstständigkeit. Also mein eines Team zum Beispiel, das hat zuerst noch zwei Mädchen, haben immer gesagt, wer geht jetzt rein, du oder ich? Wer ruft denn an, du oder ich? Und dann haben sie gesagt, im nächsten Jahr, das machen wir jetzt locker. Wie haben wir uns angestellt ein Jahr vorher? Wie haben wir uns gegenseitig den Ball zugeschoben? Und jetzt, da trauen wir uns, wir gehen zur Volksbank und stellen das Projekt vor. Können wir den Leiter der Bank sprechen? Wir würden um Sponsorengelder bitten. Wann ist er da? Und wir möchten das Projekt vorstellen. Und das in einem Jahr, also von der 9. zur 10. Klasse. So ein Sprung fand ich klasse. Ich habe jetzt ein ganz kleines Team, Klasse 5. Da ist jetzt ja die Berufsrichtung noch nicht so ausgeprägt. Und da überträgt sich das, wenn sie zum Beispiel jetzt Präsentationen machen müssen. Der Rest der Schüler macht das nach wie vor auf einem Plakat. Und diese Schüler nehmen schon eine PowerPoint und sozusagen unser Smartboard und präsentieren dann das auf diese Art und Weise. Genial, wirklich. Also das ist auch so ein ganz großer Sprung. Und das überträgt sich auf den Rest der Klasse, jetzt speziell in meiner Klasse so, dass sie dann sagen, das möchten wir auch lernen. Und jetzt bin ich mit dem Computerraum, alle wollen die PowerPoint lernen. Das finde ich klasse in der 6. Klasse. Also es ist ja eine 6. Klasse, die jetzt sozusagen hier dran teilnehmen. In den Klassen, wo ich unterrichte, ja, weil ich denke, ich bin vom Projekt selbst überzeugt, dass es gut ist, dass die Kinder auch einen ganz großen Fortschritt haben und einen ganz großen Vorteil, wenn sie dann in die Berufspraxis gehen und sich bewerben wirklich und vorstellen in Betrieben. Deswegen bin ich von diesem Projekt begeistert. Und ich glaube, diese Begeisterung, da kann ich Kinder anstecken, hierher zu kommen, mitzumachen. Es fällt mir schwer, das immer so auf meine Kollegen zu übertragen, dass sie in ihren Klassen, wo ich selbst nicht unterrichte, auch mehr Schüler sozusagen für das Projekt begeistern. Das ist für mich schon ein bisschen schwierig. An unserer Schule gibt es noch Projekte, dass zum Beispiel haben wir eine Schülerfirma, jetzt im MINT-Bereich, aber jetzt Richtung Biologie, die stellen selbst Kosmetika her und verkaufen das auch. Diese Projekte, die an der Schule stattfinden, als Praxisprojekte, haben wir auch eine Holzwerkstatt und so weiter. Das Projekt hier ist halt schwieriger, weil natürlich die Schüler sich auch in Solid Edge zum Beispiel einarbeiten müssen. Sie können am Computer alle spielen, aber eben in ein Programm sich einarbeiten nicht. Und diese Schulungen, dann sehe ich auch, wenn wir das dann gemeinsam durchführen, kommt ja Herr Werner immer und sozusagen übt das dann oder führt die Schüler ein in Solid Edge. Das sind doch sehr wenige jetzt in unserer Stadtteilschule speziell, die sich dann dafür begeistern und sagen, ja, wir konstruieren so einen Wagen. Ja, also das ist halt auch beim Portfolio, am physikalischen Inhalt zum Beispiel. Da muss ja auch so eingegangen werden. Ich glaube, das ist so, wo das Wissen sich schon von den Gymnasien einfach, also da trennen wir uns, dort trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, aber es ist trotzdem für die Kinder ein ganz großes Ding, hier dabei zu sein. Auch wenn wir nie den ersten Platz machen. Also das habe ich ihnen auch nicht versprochen. So treten wir hier nicht an. Wir treten bei diesem Wettkampf hier immer so an oder zur Landesmeisterschaft in Hamburg. Wir sind dabei. Wir wollen gucken, dass wir nicht der Letzte werden. Und natürlich einmal, das war dann ein sehr gutes Team, wollten wir unter die ersten 10. Und wir haben den 11. Platz gemacht. Aber das war für uns trotzdem toll und da haben wir feiern können. Ja, das auf jeden Fall. Also da schon die nächste Klassenlehrerin hat mich angesprochen von der Parallelklasse, weil wir sind 6a und 6c ist dabei. Nee, 6b und 6c ist dabei. Und sie sagt, ich glaube, die 6a muss auch dazukommen. Und dann werden wir nächstes Jahr bestimmt mit den 3 siebten Klassen starten.